Eine asiatische Hornisse bei der Jagd auf Honigbienen. In Südwestdeutschland überfällt sie immer häufiger Bienenstände. Martialisch zerlegt die Hornisse ihre Beute. Beißt ihr dann Kopf, Hinterleib, Flügel und Beine ab und nimmt das Steak quasi, also das Bruststück, da ist die Flugmuskulatur drin. Das wird ins Nest eingetragen und damit wird dann die Hornissenbrut gefüttert. Für Imker wie Matthias Meidel sind die asiatischen Hornissen ein Albtraum. Mit so einem Plastikbecher will er ihre Ausbreitung verhindern. 100 dieser Lebendfallen hängen in den nächsten Wochen bei ihm und seinen Kollegen in Unterfranken. Das Ziel? Einzelne Hornissen damit fangen, die dann den Weg zu ihren Nestern zeigen. Wenn die asiatische Hornisse kommt, möchten wir versuchen zu agieren und nicht reagieren zu müssen. Andere Bundesländer haben das auf sich zukommen lassen, in der Hoffnung, man kann es aussitzen. Aber die asiatische Hornisse frisst sehr gerne Honigbienen. Sie machen bis zu 85% ihres Speiseplans aus. Ganze Bienenvölker können so vernichtet werden. Und die Gefahr rückt immer näher. Vor einem Jahr wurde ein erstes Exemplar im Spessart gesichtet. Am Untermain, nicht weit entfernt von Imker Meidel, wurden im August sogar 2 Nester entdeckt und entfernt. Pro Nest können bis zu 300 Königinnen produziert werden. Selbst wenn nur die Hälfte überlebt, das würde bedeuten, wir haben 150 Nester oder Nestgründungen im nächsten Jahr. Und wenn dieses Szenario so weitergeht, haben wir unheimlich viele Nester in den nächsten Jahren. Und ich glaube, da würden wir diese Lage nicht mehr Herr werden. Am Institut für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim. Hier seziert Stefan Berg eines der Nester vom Untermain. Entdeckt er in den Waben schon Jungköniginnen? Sind schon welche geschlüpft? Das Nest ist nur so groß wie ein Fußball. Klein im Vergleich zu diesem Nest aus Frankreich. Zählungen dort haben ergeben, dass die Hornissen pro Tag bis zu 1500 Bienen erbeuten. Die haben das Bienenvolk im Rücken und jagen die Bienen, die zurückkommen, ja, vom Trachtflug. Und das machen sie sehr, sehr geschickt. Sie ist sogar zum Beispiel auch in der Lage, kurze Strecken rückwärts zu fliegen. Sie kann Purzelbäume schlagen in der Luft. Rechts die asiatischen Luftakrobatinnen im Vergleich zu 2 europäischen Hornissen links. Beide sind übrigens weder giftiger noch aggressiver als Wespen oder Bienen. Die invasive Art aus Asien ist deutlich dunkler und kleiner. Ihre Brust ist schwarz, ihr Hinterteil orange-gelb. Die Beine der asiatischen Hornisse sind gelb statt braun. Aber wie soll man ihre Nester finden? In Karlsruhe haben Imker vor kurzem versucht, sich den Weg von den Tieren zeigen zu lassen. Das heißt, dass man Tiere fängt, sie an verschiedenen Stellen auflässt und dann die Flugrichtung, die die Tiere einnehmen, dann nachverfolgt. Und da, wo dann die Überschneidungen sind von den Fluglinien, da weiß ich, in die Richtung muss ich mich dem Nest nähern. Die Hornisse ist hier gestartet und die Flugrichtung wurde in diese Richtung gesehen. Hier treffen sich die beiden. Aber die Methode ist nur selten erfolgreich. Noch ausgeklügelter ist diese Variante. Eine gefangene Hornisse bekommt einen Minisender umgeschnallt, gerade mal 0,2 Gramm schwer. Aber auch das ist aufwendig, weil erstens diese Sender haben keine lange Lebensdauer, dass sie senden, nämlich nur 24 Stunden. Teilweise sind die Tiere so irritiert durch die Schwere des Senders, dass sie außerhalb des Nestes übernachten. Und sie brauchen relativ schwere Tiere, die überhaupt diesen Sender tragen können. Nicht jedes Tier ist geeignet. Die Nester befinden sich meist hoch oben in Baumwipfeln. Sie werden deshalb oft erst im Spätherbst entdeckt und entfernt, wenn das Laub von den Bäumen fällt. Allerdings, manche Behörden oder Naturschutzverbände halten die Sorgen vor der asiatischen Hornisse, der Vespa velutina, für unbegründet und warnen gar vor falsch verstandenem Aktionismus. Bienenexperte Berg hält dagegen: Wir sehen es zum Beispiel jetzt auch gerade in Baden-Württemberg um Mannheim herum, was da dieses Jahr allein schon an Meldungen reinkommt. Da sieht man, dass wir nicht mehr von Einzelbeobachtungen sprechen, sondern von Massenphänomenen. Und die Vespa velutina frisst ja nicht nur Bienen, sondern sie ist auch ein Obstschädling. Also sie wird auch Auswirkungen haben, eventuell auf den Weinbau, sie wird Auswirkungen haben auf den Obstbau. Gute Nachrichten gibt es von der Untersuchung des Nestes vom Untermain. Berg hat darin bisher keine Jungköniginnen entdeckt. Vermutlich sind also auch noch keine ausgeflogen, die im nächsten Jahr neue Nester gründen könnten. Außerdem untersucht er, ob die Hornissen von Krankheiten oder Parasiten befallen sind, denn auch das könnte ihre Ausbreitung eindämmen.
Parallel dazu könnten die Imker ihre Bienenstände aktiv schützen, zum Beispiel mit Netzen. In Frankreich gibt es schon eine Reihe von Imkereien, die einfach aufgegeben haben, weil sie es keinen Spaß mehr macht. Vor allem, Sie müssen sich das auch vorstellen, sie lieben ihre Tiere. Ja? Sie halten Bienen, weil das was Schönes ist. Und dann müssen sie quasi zusehen, wie eine nach der anderen weggefressen wird. Also abgesehen von dem wirtschaftlichen Schaden, der damit verbunden ist, ist es auch ein emotionaler Schaden. Zurück im Garten von Matthias Meidl. Zweimal am Tag muss der Imker die Lebendfalle kontrollieren und gefangene Insekten wieder freilassen. Die geschützte europäische Hornisse zum Beispiel. Bisher waren nur einzelne Fliegen oder Wespen darin, Hornissen noch keine. Und auch heute Fehlanzeige. Zum Glück oder Gott sei Dank, nichts drin. Doch vielleicht ändert sich das in den kommenden Wochen noch. Das Monitoring mit den Lebendfallen dauert bis Ende Oktober. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.